Eine durchweg positive Bilanz zogen am Dienstag die Jobcenter Rastatt und Baden-Baden nach den ersten 3 Jahren Perspektive 50+. Die Initiative des Bundesarbeitsministeriums will Langzeitarbeitslose, die über 50 Jahre alt sind, wieder in die Arbeitswelt zurückholen. Man muss es ja an uns selber sehen, 50 ist ja noch kein Alter. Es sind nur Menschen, die durch unsere komplizierter werdende Arbeitswelt rausgeflogen sind aus dem Arbeitsprozess. Manchmal vielleicht selber verschuldet, aber meistens doch auch nicht. Seit 2009 konnten so, 1,5 Jahre später dann durch den Beschäftigungspakt Mittelbaden gebündelt, über 1050-Plusser im Kreis Rastatt und Baden-Baden in den Arbeitsmarkt vermittelt werden. Je länger jemand aus dem Arbeitsprozess draußen ist, umso schwerer wird es, ihn wieder hineinzubringen, weil er auch selber Hemmungen hat. Und diese Barrieren abzubauen. Bei ihm selber, bei dem, der länger als 1 Jahr arbeitslos ist, der älter ist, der das Gefühl hat, ich gehöre vielleicht doch zum alten Eisen, diese Hemmung abzubauen und auf der anderen Seite bei der Arbeitgeberseite Hemmungen abzubauen, solche Menschen wieder hereinzuholen, mit ihren Fähigkeiten, mit ihrer Lebenserfahrung, mit der Art, mit Menschen umzugehen. Das ist die Aufgabe von der Perspektive 50+. Aufkommende Selbstzweifel und Verlust sozialer Kontakte durch Arbeitslosigkeit im Alter sind weitere Probleme, denen sich unsere Gesellschaft verstärkt stellen muss. Für Wolfgang Gerstner steht der Mensch mit seinen Erfahrungen im Mittelpunkt. Über 1000 Arbeitssuchende spürten jetzt, dass sie nicht nutzlos seien. Die Menschen werden immer älter und die Frage, wie gehe ich mit den älteren Menschen, die arbeitslos sind, um, das wird eine der Zukunftsfragen auch, die jetzt schon in der Gegenwart von Bedeutung sind, sein. Mit einer Quote von 82% nachhaltigen Vermittlungen, auch nach einem Jahr noch, sind Baden-Baden und Rastatt deutschlandweit ganz vorne. Der Zusammenschluss der Jobcenter von Rastatt und Baden-Baden war dabei von besonderer Bedeutung und ein Vorteil. Gerade die unterschiedlichen Angebote auf dem Arbeitsmarkt, hier in Baden-Baden mehr dienstleistungsorientiert, im Landkreis Rastatt mehr das produzierende Gewerbe, diesen Mix, macht es einfach hoffentlich ein bisschen leichter für Menschen über 50 wieder einen Arbeitsprozess zu bekommen. Das ist für uns wichtig, dass wir da das Beste aus unserer Region herausholen.